Willkommen, mein Name ist Birreweich, also. Ja, wenn Sie möchten, unbedingt, kein Problem. Also, wir haben hier gerade ein paar Schweizer gefunden, die das nicht einkaufen. Was haltest du vom Fleisch in Deutschland? Also das Bulle ist wirklich schlecht, auch wenn es teuer ist und alles, aber es ist wirklich viel schlechter wie in der Schweiz. Was findest du denn schlechter? Ja, also der Geschmack, man kann es wirklich nicht einmal beschreiben. Es ist künstlich, es ist einfach schlecht. Was können wir denn da einkaufen, wenn ich fragen darf? Ja, also alles außer Fleisch? Ja, Gemüse, vor allem DM dann zum Beispiel, so ein bisschen Haushaltsprodukte. Eben, ja, schau, da gehen wir an. Die Deutschen checken es einfach nicht. Wenn die Schweizer da ankommen, auf Deutschland, dann gehen sie in DM. Sie gehen in DM. Oh, verdammt nochmal. Vielen herzlichen Dank. Bringen heim. Schönen Abend. Okay. So, weil ihr alle geweint habt, sind wir heute wieder hier beim Aldi in Deutschland. Guten Abend wohl miteinander. Ich wollte dich fragen, wir sind ja hier in Deutschland. Was kaufst du hier im Aldi? Ja, es ist viel günstiger. Und ja. Aber kaufst du Fleisch hier in Deutschland? Nein, gross, nicht gross, weil es ist viel günstiger, viel schlechter. Ah, was ist denn zum Beispiel schlechter? Ja, Tierhaltung. Tierhaltung ist in Deutschland nicht so gut wie in der Schweiz. Und ja. Und geschmacklich so? Ja, der Geschmack merkst du wirklich. In der Schweiz ist das Fleisch viel besser als hier in Deutschland. Und da, safe. Da holen wir einfach ein paar Milchprodukte und so. Und das ist halt günstiger. Genau, habt ihr gesehen? Kauft Fleisch in der Schweiz, blasen mit Schuhen. Schönen Abend. Danke vielmals fürs Interview. Immer gerne. Ciao, ciao. Danke.